So, hallo, hört man mich schon? Hallo, herzlich willkommen nach der Mittagspause. Ich hoffe, alle haben beim Buffet etwas Gutes, Leckeres gefunden. Nein, Spaß beiseite, haben alle sich den Bauch voll geschlagen und sind bereit für neue Inhalte, neue Erkenntnisse. Habt ihr eigentlich schon alle beim Gewinnspiel mitgemacht? Ich möchte mal Daumen hoch sehen, wer schon mitgemacht hat. Okay. Ja, super. Gut. Tut sich ja schon ein bisschen was. So. Hier ist der Benjamin auf der Bühne, ein alter Hase im Joomla-Umfeld, würde ich mal so sagen, der auch seinen ganz wichtigen Teil beigetragen hat für so spannende Dinge in Joomla 4 wie den Workflow, über den er uns heute schon einiges erzählt hat. Und das ist ein Feature, das ich mir selber noch nicht so richtig zu Gemüte geführt habe, aber es klingt mega spannend und mega mächtig, denke ich, was man damit machen kann. Und wenn das so weitergeht, dann wird er uns jetzt erzählen, was in 4.1 und 4.2 noch so alles auf uns wartet, oder Benjamin? Ja, ich schau mal, was in der Folie drin ist. Die habe ich selber noch nicht angeschaut. Genau. Okay. Okay, da vielen Dank. Da versuche ich mal hier zu sharen. So. Genau. So, das Thema ist für diesen Vortrag: Joomla 4 ist da. Was nun? Noch diese Meldung weg. Und ja, wir, vielleicht manch einer, der hat Joomla.de verfolgt, festgestellt hat, wir haben mal vor, boah, sogar schon über ein halbes Jahr her, sogar länger vielleicht, so mal einen ersten Ausblick auf die ersten Versionen oder die nächsten Versionen gebracht. Da war Joomla 4.0 noch gar nicht released. Und seitdem hat sich einiges geändert, aber einiges ist auch gleich geblieben. Und bevor ich jetzt starte, was so in die Zukunft ist, würde ich gerne mal noch einen kurzen Rückblick wagen. Also Rückblick ist natürlich jetzt ein sehr großes Wort für Joomla 4.0, was vor ein paar Wochen erst rauskam. Aber im Prinzip basiert alles in Zukunft auf Joomla 4.0 und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, mal draufzuschauen, was wir denn überhaupt haben. Oder was uns denn die Benefits von Joomla 4.0 bringen, weil meiner Meinung nach auf der Oberfläche sieht es vielleicht nicht nach den ganz riesen Innovationen aus, aber ich glaube, wir haben sehr viel Gutes getan mit Joomla 4, was uns eine sehr positive Zukunft bringen könnte und hoffentlich auch bringen wird. Wichtigste, was bei Joomla 4 war, wenn man es so mit Joomla 3 vergleicht, ist, dass wir die Codebase aktualisiert haben. Das ist natürlich jetzt nichts, was man so auf den ersten Blick sieht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, Joomla 3 war codetechnisch ziemlich am Ende. Ich weiß gar nicht, wie lange es Joomla 3 schon gibt. 10 Jahre knapp, circa. Und da waren wir innovationsmäßig, und auch von der Versionsmäßig her, an der Grenze dran, dass nicht mehr weitergeht. Und mit Joomla 4 sind wir im Prinzip gleiche Funktionalität mit neuer Codebase, mit moderner Codebase. Und das heißt, wir haben jetzt recht viel Potenzial, um wieder neue schöne Sachen zu machen, die Joomla 4 und weitere Joomla-Versionen in Zukunft weiterbringen. Wir haben neue Templates, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr euch Joomla 4 mal angeschaut habt, Frontend, Backend Templates. Ein ganz wichtiges Feature, was auch nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, aber was definitiv da ist, ist die WCAG 2.1a Compliance. Das ist eine Regel für Barrierefreiheit und ab sofort sind öffentliche Einrichtungen absolute Zielgruppe für Joomla-Webseiten. Und zwar mit sehr, sehr wenig Aufwand, weil Joomla, die Basisinstallation, ist AA-kompatibel. Das heißt, da öffnet sich ein sehr großer neuer Markt, glaube ich, für Joomla in diese Richtung hin. Security hat sich einiges getan. Als ein Beispiel möchte ich sagen, Prepared Statement, das ist eine neue Art, oder die Art gibt es schon länger, aber für Joomla eine neue Art, Datenbankabfragen zu schreiben, sodass sie geschützt sind vor SQL-Injection. Bedeutet, das Hacken über Datenbankangriffen ist bedeutend schwerer, bis fast unmöglich, wenn es sauber angewendet ist in Joomla.
geworden. Media Manager wurde neu gebaut von einem Media Manager-Team. Wurde, wenn man ehrlich ist, so, wenn man erstmal den ersten Blick drauf schaut, sieht man ein bisschen kleinere Funktionen. Man kann schneiden, man kann drehen, man kann resizen, man kann bessere Drag and Drop, es ist ein bisschen übersichtlicher, bessere Ladezeiten, wenn man ganz viele Dateien hat. Aber das Schöne am Media Manager ist, dass es tatsächlich ein Neuschrieb ist, der uns sehr viel Potenzial liefert für zukünftige Sachen. Wie zum Beispiel kann man jetzt den Media Manager sehr einfach per Plugins erweitern. Und da ist jetzt auch schon einiges passiert. Ja, die uns da kaum mehr Grenzen setzen. Also es ist absolut kein Problem mehr mit dem Plugin. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon auf dem Markt ein paar. Dropbox zu integrieren oder irgendwelche AWS-Lösungen, wo ich dann über den Media Manager live auf diese Daten zugreifen kann. Also da ist sehr viel Gutes passiert. E-Mail-Templates kamen hinzu. Wer weiß, oder wer kennt es nicht, Joomla 3, da gibt es diese Willkommens-E-Mail, die eher schlecht als recht ist, irgendwie funktioniert. Und das Erste, was man macht, ist dann in die Language Overrides geht und da drin rumhantiert. Wenn man Pech hat, ist es dann auch noch nur eine normale Plain-Text-E-Mail, keine HTML-E-Mail. Dann ist man nochmal direkt eingeschränkt. Das wurde mittlerweile gelöst. Es gibt jetzt einen Template, E-Mail-Template-Manager, wo die ganzen, zumindest Core-E-Mails, alle hinterlegt sind und man kann da live im What You See is What You Get-Editor sich die E-Mails zusammenbasteln. Und auch Drittarbeiterungen, wenn sie diese Funktion nutzen, sind da pflegbar. Und das macht es sehr flexibel, schöne E-Mails mit, was ich für Layouts zu schicken. Workflows, schon vorhin kurz erwähnt, sind natürlich da. Ich glaube, öffnen uns auch sehr viele Möglichkeiten. SEO hat sich einiges getan, wurde Verbesserungen eingefügt. Und ich könnte jetzt noch weiterhin fortfahren mit einer riesen Liste, aber ich glaube, das ist schon mal so ein kleiner Überblick, was passiert ist. Und ich glaube, das sind sehr gute Sachen. Aber was das Wichtigste oder was eine sehr, sehr gute Verbesserung ist, die Performance. Wir haben zum Beispiel die Joomla 4 Landingpage, das ist, wo die ganzen Informationen drauf sind, haben wir mit Cassiopeia und dem eigenen CSS, also User-CSS gebastelt. Und mit kaum, also wir haben, glaube ich, ein grundlegendes Caching drin, das ja, aber sonst kaum optimiert. Ihr könnt es halt auch anschauen auf joomla.org/4. Wenn man Joomla installiert, sind da sehr recht hohe Werte, 95 plus in den ganzen Kategorien. Einfach Joomla 4 installieren und wenn man sich da ein bisschen dran hält, kann man da sehr gute Werte erzielen. Und ich würde mal ganz dreist behaupten, es gibt kein CMS, das out of the box diese Werte erreicht wie Joomla. Und ja, das bietet auch wieder sehr viele Möglichkeiten. So viel Blick in die Vergangenheit, Blick in die Zukunft. Was wollen wir denn erreichen? Oder was soll denn passieren mit Joomla 4.1, 4.2, 4.3? Wie vielleicht manch einer mitbekommen hat, hat es ein bisschen gedauert, bis die 4.0 dabei rauskam. Es gab natürlich gleich auch ein bisschen die ersten Updates, was natürlich verständlich ist bei so vielen Änderungen. Und was so als Ziel für die 4.1 ist, ist tatsächlich so ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Und was bedeutet Stabilität? Gibt es im Prinzip eine Person im Joomla-Umfeld, die da aktuell die wichtigste Person ist in dieser ganzen Sache. Und das ist die Sigrid. Und die Sigrid ist CMS Release Team Lead. Und sie ist sozusagen mit ihrem Team die letzte Instanz vor dem Release, wo nochmal die Tests macht. Und ich habe da mit ihr zusammen, also hauptsächlich sie, ein Interview gemacht, was für die Pläne sind, besonders mit Testen, wie wir stabilisieren, wie wir Qualität reinbekommen wollen. Und die Sigrid, ich habe hier mal einen QR-Code, ich habe jetzt ein paar QR-Codes in der Präsentation, also vielleicht lohnt sich, wenn ihr ein Handy habt, das abzufotografieren, wenn ihr nicht selbst auf dem Handy das schaut. Ja, da hat sie, erzählt sie, wie Tester sie unterstützen können und das ist auch so ein bisschen Aufruf an alle, dass wir Tester, wir brauchen mehr Tester für Releases und dafür haben wir auch, wir sind sehr lange zusammengesessen, haben auch uns einen Plan gemacht, wann, wie, welche Releases sind und das Fazit war, in der Vergangenheit war zu wenig Zeit zwischen Release-Candidates, also so
Vor-Release-Version bis zum Release selbst, um das ausgiebig zu testen. Und da haben wir ein bisschen Luft geschafft. Und wir werden auch die Kommunikation verbessern, dass Leute über Twitter, über Newsletter, über die Social Media, über Clip informiert werden, wenn es Versionen zum Testen gibt. Und die Sigrid selbst hat mit ihrem Team auch eine super Checkliste gemacht. Und wer da Interesse hat, unten ist der Link, volunteersjuna.org, Release, CMS Release Team. Es soll es doch mal kontaktieren. Die zeigten auch gerne, wie man zum Beispiel Updates auf Testseiten, also wie man auch von seiner Live-Seite eine Testseite erstellt und dann Updates testet. Weil das größte Problem ist, dass wir da tatsächlich ein Qualitätsproblem hatten oder zu wenig Leute, die dann das testen konnten. Und da auch ein bisschen Aufruf an alle. Wenn ihr gerne irgendwelche verbastelten, wilden Seiten, die dann gerne zur Verfügung stehen, wo wir dann eine Kopie von machen und Updates testen, weil bei denen hängt es dann meistens. Das würde uns sehr helfen. Und ja, das Interview mit der Sigrid kann ich nur empfehlen, um ein paar grundlegende Informationen zu erhalten. Lieber Tuscha, hast du eine Frage? Du stehst auf der Bühne und bist somit auch im Live-Chat. Bitte in den Zuschauerraum bewegen. Okay. Ja. Das heißt, durch Stabilität wollen wir haben unseren Release-Plan soweit schon bis zum Release durchgeplant, deswegen heißt es auch Plan, dass eigentlich sofort klar ist, wann, wie, wo getestet werden kann. Und dadurch erhoffen wir uns natürlich eine bessere Testabdeckung und eine stabilere Releases. Das Zweite, was so ein bisschen manchmal ein Issue war in Joomla, war so die Planbarkeit. Wann kommen denn die nächsten Minor Release, also 4.1, 4.2, 4.3 und so weiter raus? Lohnt sich das, dass ich Kunden jetzt update? Wie muss ich meine Wartungsverträge gestalten und so weiter? Und da haben wir auch beschlossen, dass wir ein paar Änderungen einführen oder zumindest versuchen, eine Planbarkeit herzustellen. Und die erste Aussage, die wir haben wollen, ist, dass wir ein Minor Release alle 6 Monate anstreben. Das heißt, 4.1, 4.2, 4.3 gibt es alle 6 Monate ein neues Release. Und entsprechend davor gestaffelt auch mit den entsprechenden Testphasen. Was wir auch beschlossen haben, ist, dass wir feste Datumsangaben machen und nicht mehr irgendwie oder mit festen Feature- und Language-Freezes, also dass sehr früh kommuniziert wird, ab diesem Tag, wenn ein Feature rein soll, bis zu diesem Tag muss es fertig getestet und abgenommen sein, damit es reinkommt. Und das hilft uns sozusagen, dass wir da nicht irgendwie Releases in die Ewigkeit ziehen und irgendwie auf Features warten. Sondern gibt es dann immer einen gewissen Zeitraum und da kann dann was reinkommen und ab einem gewissen Moment ist es Schluss. Und das bedeutet auch, wir machen keine Feature-Driven Releases mehr. Das heißt, wenn wir auf ein Feature hoffen für eine Version, es wird nicht fertig, dann kommt es einfach nicht mehr in die Version rein. Dann wird es ohne dieses Feature released. Also wir wollen nicht mehr irgendwie Features reinbauen und dann verzögert sich das Release einfach aus Gründen, weil das Feature einfach nicht fertig wird. Sondern wir haben da feste Deadlines und die müssen eingehalten werden. Auch Testzeiträume, wie vorhin schon erwähnt, sollen großzügiger sein. Früher war es so ein bisschen, dass auch das Release-Team, CMS-Release-Team, relativ knapp fertige Versionen bekommen hat. Das ist auch gar keine Schuld irgendwie, das passiert einfach und wir hoffen, dass wir es besser machen können, dass wir mehr Luft zwischen den, dass wir die Releases früher bauen und genügend Testzeiträume einräumen, bis es dann released wird und dass wir noch reagieren können und nicht irgendwie dann panisch einen halben Tag vorm Release irgendwas reparieren müssen oder so. Das sollte nicht mehr vorkommen. Was wir auch machen wollen, wir wollen mehr kommunizieren, wann neue Versionen rauskommen, wenn neue Versionen zum Testen verfügbar sind. Wie gesagt, Twitter, Facebook, in Clip, Newsletter gibt es in Joomla. Da gerne mal folgen. Und es ist tatsächlich so, jeder Test hilft uns, besonders halt Update-Tests, besonders auch wenn es so meiner Version sind, also von 4.0 auf 4.1 oder von 4.1 auf 4.2, sind sehr wichtig zu testen, aber natürlich auch die kleinen Bugfix-Versionen sind wichtig zu testen.
Und da hoffen wir, dass durch diese Entzerrtheit mehr Leute dazukommen. Und was wir auch haben wollen, sind regelmäßigere Major-Releases, also 4.0, 5.0, 6.0, weil das sind die einzigen Releases, wo wir auch wirklich Verbesserungen reinbauen können, die ja nicht 100% backwards-kompatibel sind, was an sich natürlich verhindert werden soll, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich 7 Jahre lang backwards-inkompatible Sachen einbaue oder vielleicht nur 1 oder 2 Jahre und es nur kleinere Schritte sind. Das heißt, dass auch die Migration, obwohl, wie ich persönlich finde, von 3 auf 4 relativ schmerzlos ist, wenn man es vergleicht zur Vergangenheit, wenn man sich vorbereitet und sich an die Sachen hält, die Sigrid vorhin vorgetragen hat, wollen wir es noch geschmeidiger hinbekommen, dass es idealerweise ja, sauber und einfach ist. Und das erreichen wir, indem wir kürzere Release-Cycles für die Hauptversion machen. Angestrebt, ohne mich jetzt darauf festzunageln, sind ungefähr alle 2 Jahre. Es gibt genügend Zeit für diese Minor Releases, da haben wir immer 3 Minor Releases und dann kommt das neue Hauptrelease und dann haben wir immer noch dieses, die vorherige Version, immer noch 2 Jahre lang Support und das geht dann immer ja, Hand in Hand. So viel zur Vergangenheit und Gegenwart und jetzt ein bisschen über Joomla 4 beziehungsweise Joomla 4.1. Was sind so die Pläne? Der Hauptplan ist tatsächlich der Task Scheduler. Da gibt es auch schon einen Pull Request dafür. Und das ist damals entstanden so von der Idee her im Workflow. Irgendwie sehr schön, dass man da irgendwie was mit dem Workflow machen kann. Aber eigentlich habe ich keine Lust, das selber zu bedienen. Können wir es nicht irgendwie automatisieren? Und da war die erste Idee, ja, wir können ja Cronshop bauen. Und dann kam gleich der Aufruf, ja, Moment, was passiert denn, wenn ich auf irgendeinem Hoster bin, der vielleicht keine Cronjobs anbietet? Und daraus entstand dann so ein, ja, damals hieß es noch Poor Man's Cron-Projekt, was so relativ nett war. Und glücklicherweise wurde Joomla dieses Jahr für ein Projekt gewählt, das heißt Summer of Code. Und da ist das Prinzip, dass Studenten bezahlt werden, dass sie für Joomla Projekte umsetzen. Und wir hatten sehr viel Glück bei diesem Cronshop Task Scheduler Projekt. Da hatten wir einen sehr fähigen Studenten, der immer noch dabei ist. Der ist jetzt in der letzten Woche. Und der hat da was sehr Schönes gebaut, wo man im Prinzip mit sehr einfachen Plugin, also das ist relativ wenig Code, also muss man nicht mal groß programmieren können, sich Automatisierungen in Joomla reinbringen kann, die im Hintergrund ausgeführt werden. Und wer sich dafür interessiert, wieder hier QR-Code und der Link da unten. Wenn ihr auf GitHub bei Joomla geht, im Prinzip reicht es, wenn ihr die Nummer euch merkt und danach sucht dann. 35143, da kann man es testen. Und ich würde euch echt empfehlen, da das ist noch nicht ganz fertig und ihr werdet nachher sehen, es muss natürlich bis zur Deadline fertig werden, aber da sind wir gerade erwarten sehr viel Feedback und erhoffen uns sehr viel Feedback, dass es Leute testen, weil das wird eins der Hauptfeatures in Joomla 4.1, wenn es fertig wird. Das Zweite ist, es gibt dieses Summer of Code, es gibt aber noch Google Summer of Code. Das ist gleiches Prinzip anderer Zahlender sozusagen, wo Google Studenten bezahlt. Und da haben wir dieses Jahr ein Projekt gehabt, was relativ, klein möchte ich gar nicht sagen, aber relativ kompakt ist, aber sehr viel Impact liefert in die tägliche Arbeit. Und zwar Shortkeys, dass man sich Shortkeys A definieren kann oder B, dass Shortkeys da sind, was es uns ermöglicht, was einem selbst als Autor, wenn man die kennt, ermöglicht, relativ schnell von Artikel zu erstellen und speichern, ohne irgendwie mit der Maus immer auf die Buttons zu klicken zu müssen, sondern da kann man an der Tastatur bleiben. Und da gibt es auch einen Link dafür. Das ist noch nicht offiziell, das ist noch im Projektrepository, kann aber auch schon getestet werden. Das ist immer am Finalisieren der letzten Funktionalitäten. Ein weiteres Thema, was in der Planung ist, ist Multidomain. Eine Multidomain-Funktionalität für Joomla. Sprachdomains, das heißt, dass ich, wenn ich eine mehrsprachige Seite habe, Deutsch, Österreich, Schweizerisch, Englisch, dass ich dann im Prinzip mir 4 Domains holen kann, .de, .at, .ch und .com
und dann automatisch durch den Sprachwechsler zum Beispiel Domains sich automatisch ändern. Aber auch, dass ich verschiedene Domains als eigene Kleinprojekte in einer Joomla-Seite verwalten kann und sozusagen eigene Seiten voneinander getrennt implementiert haben. Da muss man ganz klar sagen, vielleicht. Wenn man ehrlich ist, wir haben damit das Konzept fertig, wir haben noch nicht damit begonnen, das in irgendeiner Form umzusetzen. Fehlen auch ein bisschen ja, die Programmierkräfte. Wir werden da vielleicht wahrscheinlich, wenn wir es hinbekommen, und Corona es uns erlaubt, einen Sprint machen oder vielleicht auch einen Online-Sprint. Das heißt, auch hier ein Aufruf, falls jemand Interesse daran hat und programmierbegabt ist oder programmieren kann, meldet euch einfach bei mir und wir schauen mal, was zusammenbekommen. Wer damals die Roadmap gelesen hat, dieser Text auf Joomla.de, wird festgestellt haben, dass das Hauptfeature eigentlich Media Manager Erweiterung war für Joomla 4.1. Da gab es auch ein Google Summer of Code Projekt, aber auch viele Leute, die da Sachen eingereicht haben. Und das ist tatsächlich für 4.1 ein bisschen in den Hintergrund geraten. Einfach aus dem Grund, da schon bei 4.0 mittlerweile sehr viel passiert ist und sehr viele Pull Requests da sind. Da wird es noch einige Verbesserungen geben. Aber der Media Manager ist immer im Blickfeld, wird immer weiterentwickelt, aber ist jetzt nicht mehr das Hauptfeature, sondern weil da so viele ganz kleine, kleine ist das falsche Wort, aber ganz viele unterschiedliche Verbesserungen die ganze Zeit eigentlich eingereicht werden für ihn und kleine neuen Funktionen. Und so unser Wichtigstes, wie ich finde, weil das ist echt ein Marketingmerkmal und es ist auch wichtig, dass Joomla accessible for all ist, also für jeden, dass jeder Joomla bedienen kann, ist, dass ganz viele accessible Features reinkommen. Hier mal als Beispiel gibt es ein Feature, dass man die Sprachen von die vorgelesen werden, bei einem Screenreader zum Beispiel, dass man, da gibt es dieses Phänomen, wenn die Seite auf Deutsch ist und man hat ein englisches Zitat, dann hört sich das immer ein bisschen schlimm an, weil dann mit der deutschen Sprache das Englische vorgelesen wird. Und was ein Feature ist, was in 4.1 geplant ist, ist zum Beispiel, dass man dann im Editor die Sprachen wählen kann. Man kann auch eigene Sprachen konfigurieren, sich anlegen, welche Sprachen angezeigt werden und damit die Seite barrierefreier zu machen. Und wenn ihr da mal auch auf GitHub, da, wie ihr seht, findet das meiste statt, mal danach sucht, gibt es einiges, was auch passiert ist, was verbessert. Und ich glaube, wir als Joomla sollten da echt Wert drauf legen, dass Joomla für jeden ist. Weil das finde ich wichtig in der heutigen Zeit. Es gibt einen Milestone in GitHub, wo die ganzen Pull-Requests nach und nach und die ganzen Funktionen getrackt werden. Das ist der Link, also wer das hier merkt, kann immer mal draufgehen und schauen, was für Funktionen reinkommen. Da wir jetzt relativ früh gestartet sind und noch nicht jetzt gerade mal ja, einen guten Monat unterwegs sind, sind wir noch in der Entwicklungsphase. Einiges kam schon hinzu, aber die großen Features werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und reinkommen. Aber lohnt sich, diesen Link im Blick zu behalten und zu schauen, was reinkommt. Ja, das war jetzt Joomla 4.1. Ein kurzer Überblick, Joomla 4.2. Was kommt da rein? Wenn man ganz ehrlich ist, ich kann es gar nicht sagen, weil verantwortlich ist dieser junge Mann, der Harald. Und aber ich habe mal so gelauscht, was er erzählt. Und ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu große Versprechungen. Aber was reinkommen wird, ist, falls wir es in 4.1 nicht schaffen, Multidomain mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Schön wäre es, wenn wir es in 4.1 reinbekommen. Wenn es nicht klappt, versuchen wir es in 4.2 reinzubekommen, weil ich glaube, das bringt echt nochmal einen Schub für Joomla. Secure Updates, da ist David sehr groß drin. Und Joomla hat tatsächlich ein großer Wettbewerbsnachteil zu anderen Systemen. Es hat keine automatisierten Updates. Und klar könnte man das jetzt implementieren, aber es gibt halt, man kann es implementieren oder man kann es richtig implementieren. Und David plus Team wird es richtig implementieren. Und das heißt, wir müssen erstmal den Update-Prozess selbst
sauber und sicher machen, im Sinne von, dass Validierung gibt, ist denn das Update, was da reinkommt in die Dateien, sind es auch tatsächlich die Dateien, die da reinkommen sollen und ist nicht der Zielserver gehackt und so weiter und so fort. Ich finde es ein sehr interessantes Thema. Wer da mehr zu hören will, gerne an David, der weiß darüber alles. Nächstes Thema, HealthPage. Das ist schon so ein längeres Projekt, was so ein bisschen schwebt, weil man bei Joomla einige Informationen hat, wie zum Beispiel, es ist irgendein Ordner oder irgendein Pfad nicht beschreibbar, ist irgendwie die Datenbank kaputt, aber zum Beispiel erfährt man gar nicht, sind meine Dateien noch sauber. Und was wir gerne hätten, wäre so eine Health-Page, so eine Statusübersichtsseite, wo alles zusammenläuft, was irgendwie im System passieren kann. Dateien kaputt, irgendwas auch immer das sein kann. Und dann klickt man drauf und kommt dann an eine Stelle, wo man es reparieren kann oder bekommt Hinweise, wie man es repariert. Und das Letzte, ich glaube, es war das Letzte, was auch Gedanken sind, also es ist halt 4.2, das ist noch einiges hin, das sind jetzt halt Gedankenspiele, was kommen könnte, ist so ein Draft-System mit dem Workflow. So im Sinne von, weil aktuell haben wir in Joomla das Problem, selbst wenn man einen Workflow verwendet, ich erstelle einen Artikel, wird Korrektur gelesen, Bilder werden dazu gepackt und dann wird er veröffentlicht. So, und jetzt soll der Artikel aktualisiert werden. Und wenn man halt ganz ehrlich ist, aktuell geht es nur am offenen Herzen. Das heißt, jemand editiert einen Artikel, der live online ist, oder man muss eine Kopie des Artikels erstellen und dann irgendwie am Schluss dann rummappen. Aber es gibt keinen sauberen Drafting, also dass man 1, 2, 3, 4, 5 Tage an einer nächsten Version arbeiten kann und die dann automatisiert, zum Beispiel über einen Workflow, veröffentlicht wird, wenn man das will. Und da wir jetzt diese Automatisierung haben, mit diesem Scheduler, hoffentlich, wenn sie reinkommt, und den Workflow, da können wir halt anfangen, jetzt plötzlich Sachen zu kombinieren, was vielleicht auch den Media Manager mitspielen lässt, im Sinne von, dass der Media Manager, dass Bilder automatisiert werden. Und vom Gefühl her ist so Joomla 4.1, 4.2 so die Grundlagen, die wir mit Joomla 4.0 gelegt haben, zum nächsten Schritt zu verhelfen und miteinander zu verknüpfen, damit sie voneinander profitieren. So, und eigentlich ist jetzt die wichtigste Frage oder die interessanteste Frage, wie sieht es denn aus mit dem Release? Wann kommt denn 4.1? Und wir haben folgenden Plan aktuell vorgesehen, dass wir jetzt anfangen mit den Alpha-Versionen, das sind September, Oktober, November. September wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein kleines Alpha, da wird jetzt noch nicht so viel passieren. Da ich da relativ neu auch bin, das mein erstes Release sein werde, ist es auch eher so ein Test-Release, nenne ich es mal, wo ich die ganzen Prozesse lerne, wie macht man ein Release, wie sieht es aus, was muss alles getan werden. Und dann fangen wir an, das sind im Oktober, sind dann hoffentlich die ersten Funktionen da im November. Und ab 7. Dezember, da ist dann unser Feature Freeze. Das heißt, wenn Funktionen reinkommen sollen, und das ist jetzt auch wichtig, das, was ich vorher gezeigt habe für die 4.1, sind Pläne. Aber es heißt nicht, dass wenn ihr eine Idee habt und ihr eine Funktion denkt, die macht Sinn und ihr die vielleicht sogar umsetzen könnt, dass sie nicht reinkommt, sondern ist genauso gleiches Prinzip, wenn Funktionen da sind und die Leute das gut finden, spricht nichts dagegen, dass wir die integrieren. Aber bis zum 7. September, da ist Schluss. Da kommen keine neuen Funktionen mehr rein. Und dann werden wir 3 Betas haben, 2 Release-Candidates, Januar, Februar. Release-Candidates, da werden auch idealerweise Language-Freezes sein, bedeutet, dass da keine Sprachdateien mehr geändert werden, dass auch die Übersetzerteams genügend Zeit haben, ihre Übersetzungen zu pflegen. Und während dieser ganzen Phase könnt ihr auch die ganze Zeit testen und da gibt es diesen Link Nightly Builds, developer.joomla.org, Nightly Builds. Ich empfehle immer, geht in Google Joomla Nightly Builds eingeben, ist meistens der erste Treffer oder der zweite. Da bekommt ihr tagesscharf immer den aktuellen Stand der Entwicklung von Joomla. Müsst ihr auch nichts irgendwie mit Composer, falls ihr gehört habt, oder NPM machen. Das sind fertige Joomlas, die ihr ganz normal wie ein normales Release runterladen könnt, installieren könnt, testen könnt und Feedback geben könnt. Und jetzt natürlich die spannendste Frage, wann ist das Release? Und 4.1 ist geplant, Stand heute, wenn nicht die Welt untergeht, 15. Februar 2022, was genau 6 Monate minus ein Tag von der 4.0 ist.
Und wir versuchen dann im Prinzip genau das Gleiche dann für die 4.2. Also könnt ihr dann rechnen, 6 Monate plus. Das ist dann wahrscheinlich der 16. August rum, der Dienstag. Also die Releases passieren immer dienstags, Stand jetzt. Wäre dann 4.2. Und dann gibt es eine 4.3. Und dann idealerweise gehen wir dann auf die 5 und haben dann die nächste größere Funktion, die dann uns nochmal weitere Vorteile bringt. Gibt es irgendwelche Fragen, Kommentare, Anregungen, Kritik, Wünsche? Besonders gern Wünsche. Ja, wer Fragen hat, eben bitte nach vorne auf die Bühne. Ich sehe schon, Nico ist da. Bitte sehr. Na, doch nicht. Geht wieder. Hallo, Nico. Nico. Ja, hi. Ja, hallo. Okay. Gerade ist das Jitsi-Fenster nicht aufgegangen, deshalb. Ja. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Soweit alles schick, klingt ja alles super. Jetzt kommt meine Frage, nämlich, es gibt ja einige, die sagen, ja, die automatisierten Updates, die du gesagt hast, Benjamin, die brauchen wir ganz dringend. Und es gibt Leute, die sagen so, that's not a bug, it's a feature. Wie stehst du dazu und was sind so die Pros und Cons davon? Weil ich bin selber so ein bisschen unentschlossen. Persönlich habe ich bisher, bis auf natürlich ein paar bekannte Ausnahmen, sehr gute Erfahrungen mit den nahezu sofortigen Updates gemacht. Und dank Schleichwerbung Backup Monkey funktioniert das natürlich auch super einfach. Ja, also daher die Frage, was ist der große Haken daran, das zu machen oder nicht zu machen? Gibt es da... Ja. Welche Erfahrung hast du? Also ich glaube, es gibt kaum, also es gibt natürlich Gründe, aber es gibt kaum gute Gründe, die gegen ein automatisches Update machen, weil es hilft Joomla so krass in Thema Sicherheit. Es gibt auf der Joomla.org-Seite gibt's einen Chart, so ein Pie-Chart, wie denn die Versionen sind. Und es sieht ziemlich übel aus. Da wir haben, ich sag mal, glücklicherweise erst ab, glaube ich, 3.2 oder 3.3 angefangen, das zu reporten. Ich glaube, es wird noch übler aussehen, wenn man da das schaut, wenn man das vorherige Version haben. Ich glaube, automatische Updates sind ein Muss, um in Zukunft einen gewissen Sicherheitslevel reinzubekommen in Joomla. Alles andere finde ich alternativlos. Es wird natürlich so sein, dass man es abstellen kann, wenn man sich auskennt. Weiß ich nicht. Was wir, wie ihr gesehen habt, Stabilität, Planbarkeit. Wir wissen natürlich, dass wir in Joomla eine Historie haben mit Updates, die nicht immer sein werden. Und es ist natürlich wichtig, es wird kein Update passieren von 4.3 auf 5.0. Das wird auf keinen Fall passieren. Sondern es wird natürlich nur intern in den Versionen drin sein. Ja, sicher. Es geht ja um sozusagen minor Versions-Upgrades, nicht um Updates, nicht um Upgrades. Genau. Ne? Unterschied Update, Upgrade, da wäre es nochmal. Genau. Und wir wissen um unsere Historie, dass es nicht immer so geht, aber deswegen haben wir auch diesen neuen Plan gemacht. Das war natürlich so ein bisschen eine Grundvoraussetzung, dass wir unsere Prozesse auch verbessern, unser Testing, wobei das Testing, ich kann mich da nur wiederholen, ist nur so gut wie die Leute, die teilnehmen. Und da liegt es tatsächlich an der Community. Es ist, ich weiß, jeder wiederholt es, aber wir müssen ja klar sagen, wir sind nicht WordPress und nicht irgendwelche anderen CMS, die eine Firma dahinter haben, die Leute zahlen dafür. Es ist einfach nur Freiwilligkeit und da brauchen wir Tester. Wie viele Tester gibt es denn bei Joomla so im Schnitt? Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben dieses Release-Team-Lead, die sitzen dann vor dem Release echt Tage da und testen. Die haben eine riesen Checkliste, wo sie das Wichtige ist ja natürlich nicht, dass du auf sauberen, frischen Installationen testest, sondern auf schmutzigen, die schon jahrelang im Netz sind. Und die machen jedes Mal Kopien von ihren Seiten, Live-Seiten, Multidomain und die ganzen Ausprägungen auf allen verschiedenen Hosting-Dinger. Und lass mich lügen, das sind, glaube ich, 6 oder 7 Leute. Und dann gibt es halt so grundlegend, die kann man natürlich nicht im zählen, weil das wissen wir natürlich nicht, wer testet. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn es mehr als 20 sind, die auch Feedback geben, wäre ich überrascht. Okay, und das ist natürlich sehr wenig. Genau, ne, weil wenn wir jetzt sehen, wir haben irgendwie eine Million-User-Basis, die das benutzen und das testen, wenn wir Glück haben, 15, ist das A, brutal wenig. Genau. Und B, muss man, also
vielleicht ist dann, muss man dann überlegen, wie kann man das vereinfachen, diese Tests? Also genau, für mich als Noob, ne? So, also ja, was das Testen angeht, ich meine, ich mache jetzt jahrelang Joomla, ne? Seit der 1.0er-Version bin ich bei Joomla dabei irgendwie. Ich kann das aber nicht programmieren oder so, da halte ich mich raus. Nur wie kann ich beim Testen beitragen, sagen, ey, auf meiner Rotzinstallation, die seit 1.0 hochmigriert über 2.5.3, wie kann ich euch da zur Verfügung stehen? Genau. Vielleicht muss das noch transparenter gestaltet werden. Genau, vielleicht auch mit solchen gemeinsamen Code-Sprints, die dann online in einem Google-Meet stattfinden oder mit was auch immer, ist mir ja egal. Ne? So nur, dass man so sich, also diese Pizza-Bugs-and-Fun-Geschichte nur jetzt sozusagen für jedes Release und in einfach. Ja. Ja. Also tatsächlich wird die Secret. Ich glaube, mein Laptop hat sich gerade aufgehört. Ja, die Secret wird diese Liste sharen mit dem Ding und okay. Geht's wieder? Ja. Okay. Ja, genau. Die Secret, die wo ich da verlinkt habe, gerne drücken. Ist natürlich Englisch, aber sollte auch mit Google gehen. Jetzt habe ich irgendwie einen schwarzen Bildschirm. Mein Ding ist schwarz geworden. Okay, wir sehen dich noch. Ja, sehen dich und hören dich noch. Aha, jetzt nimmer. Okay. Oder doch? Nein, jetzt doch. Ja, gut. Okay. Es laggt manchmal ein bisschen, aber ist sonst okay. Okay, jetzt geht's. Ja. Okay, also ja, genau, die Secret. Das Interview, da hat sie einige Informationen und tatsächlich ist es der Plan, dass wir da noch transparenter, noch mehr kommunizieren, vorher früher ankündigen. Und die Secret Plus Team, ich sage immer Secret, aber ich meine, damit das ganze Team ist auch gern bereit zu zeigen, wie das geht, also einfach Schulungen machen. Ich fand die Idee vielleicht gut, dass wir so ein kurz zusammenkommen. Also, wir haben ja von der Planung her ist immer so eine Woche Zeit bis zum Release, dass da die Version da ist. Vielleicht macht es mal zusammenkommen und es zeigt und wie es geht. Finde ich eine gute Idee. Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich, also wenn der Zeitplan so eng ist, dann klappt das nicht. Vielleicht muss man den einfach aufbohren und sagen, okay, wir geben einfach mal 2 Wochen Zeit und sagen, am x-ten treffen sich im Google Meet mit ID sowieso so und so viele Leute und dann versuchen wir mal so viele wieder reinzukriegen, ob das nun ein Dach-Meeting ist, wo irgendwie alle sagen, hey, pass mal auf, ich habe es gerade gemacht und hey, das sind die Rückprobleme. Also irgendwie sowas, glaube ich, muss man dann noch versuchen, oder vielleicht hilft das, ne? Nichts muss man, aber vielleicht hilft es, das noch zu verstärken und auch die Teilnahme an den Tests dann zu verbessern. Weil, also mir ist es klar, dass es diese Pizza-Bugs in Fun-Geschichte gibt, aber dass es jedes Mal auch irgendwie außerhalb des Testing-Teams, die das ohnehin sicherlich dafür sich ein Bein ausreißen, Tests geben kann und oder soll, ist mir nicht so richtig bekannt. Und ey, wenn ich da hin und ich muss ja nicht jedes Mal mitspielen, aber wenn ich mal mitspielen kann, okay. Es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn es sowas wie den Patch-Tester für Versionen geben würde. Den Patch-Tester finde ich ja ganz cool bei Pizza Bugs and Fun, dass du halt die Patches einspielen kannst und auch wieder rückgängig machen kannst, wenn du irgendwas merkst, was nicht funktioniert. Und wenn ich das mit Versionen machen könnte, das wäre halt mega. Ja, einspielen geht ja, dafür haben wir einen Joomla-Updater. Ja, klar, aber dann wieder Retour. Wichtig, also kann man testen. Retour, das wird schwer, da geht es nur über Backup. Das wird wahrscheinlich so möglich sein. Also, genau, wenn man das mit... Das wird natürlich nie auf der Live-Seite passieren. Ne? Ja, ist ja klar. Aber es nicht auf der Live-Seite testen, sondern immer eine Kopie. Vielleicht wieder so ein Event zu machen, vielleicht hilft das. Ja. Ja, definitiv, nehme ich definitiv mit, danke. Ja, Doris. Danke. Doris? Du bist auf der Bühne, hast eine Frage? Ja, erstmal hallo. Nochmal vielen Dank für den Vortrag. Das war wirklich super. Ich kann mich ja nur meinen Vorredner jetzt hier, den Florian Sklave. Nee, den bist du ja. Das bin ich, ja. Der Nico W. Was der jetzt hier mit den Testern sagt. Ich denke mal, es wird sehr viele dabei sein, wenn ihr das ein bisschen mehr kommuniziert, die da bereit sind, dort mitzuhelfen als Tester. Ich wäre auch bereit. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange jetzt dann erst mit Joomla an. Ich habe die ganzen Jahre, also über 10 oder 15 Jahre, ich zähle nicht die Jahre, mit Drupal gearbeitet und steige jetzt mit meinen ganzen Webprojekten auf Joomla um. Deswegen ist für mich der Tag ja auch so wichtig. Gute Entscheidung und Beileid zu Drupal. Na, ich habe sehr, sehr viele Funktionen eingesetzt und sehr vielseitig. Ich mache eben
auch Webschulungen und sowas, wo eben mit Kommunikationsserver haben wir eigentlich, also das ist jetzt, spielt jetzt ja keine Rolle. Ich bin jetzt bei Joomla und was mir eben bei Drupal jetzt ein bisschen ärgert, dass die das nicht weiterentwickeln. Und ich sehe gerade hier in Joomla, das ist mir, zeigt mir jetzt sagen schon die Tage, dass hier eine sehr gute Community da ist, die eben sich auch wirklich, wirklich austauscht und wir geben gerne auch unserem, wir helfen ja gerne auch mit, dass das eben auch wirklich eigenständig gut in sich weiterentwickelt. Das ist ja nur durch eine starke Community möglich. Jetzt zu meiner Frage. Und zwar, du hattest ja gesprochen über diese Multi-Domains. Was mich jetzt interessiert, ist, dass, kann ich das so verstehen, dass es sagen, ein Backend gibt und die dann eben viele Frontend hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, oder ob da Subdomains damit dabei sind, dass ich sagen, ein Hauptdomain habe und dann eben viele Subdomains, wo auch jedes Mal ein Joomla läuft. Da kann ich mir so vorstellen, dass ich dort eine Subdomain habe, wo ich meine ganzen Medien habe oder wo ich verschiedene Klassen habe, die dann eben ihre eigene Subdomain haben und ich das alles über Joomla jetzt verwirkliche, jeder sein eigenes Projekt dort hat und aber ich das Backend habe von einer Seite, wo ich das Ganze manage. Ja oder nein? Ja, also wird kein, nein, also wird kein Multi-Site sein, sondern es wird eine Multi-Domain sein. Also wird ein Joomla Frontend, ein Joomla Backend sein, aber und darin verwaltet man dann die, die Auftritte. Also wird nur ein Joomla im Frontend geben. Die Multi-Site-Sache, die kann man theoretisch schon lösen. Es gibt in Joomla die Möglichkeit, dass man verschiedene Konfigurations-PHPs anlegt, die dann verschiedene Datenbanken ansprechen. Ja. Vielleicht wäre das, da können wir, wenn ich interessiert, nachher mal ganz drüber reden. Aber es geht tatsächlich drin, dass du ein Joomla hast und ein Frontend, ein Backend, aber das dann getrennt ist durch die Domains, die so, ich sag mal salopp, Container da sind, die, die einen gewissen Bereich umschließen. Manche Sachen können da geteilt werden, zum Beispiel das Impressum für alle Seiten gleich ist, da kann man das Impressum in verschiedenen Containern nutzen, aber prinzipiell, dass halt containermäßig das da sind und die Domains als Domaingruppen in Container zeigen. Also zum Beispiel halt diese, wie ich vorhin gesagt, .de, .at, .com und .ch Domains dann in einen Container zeigen und die dafür verantwortlich sind und die dann Multidomain ist. Alles oder klar. Mehrsprachig ist. Ja. Und so. Aber ich kann man gerne nachher mal drüber reden. Gut. Ein Nachhaken habe ich noch. Schöne Grüße von Roger Perrin, soll ich sagen. Er fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, über Cypress.io irgendwie Tests zu machen. Ich weiß nicht, was das bedeutet und was das kann, aber diese Frage wurde jetzt sozusagen von außen gestellt und ich soll hier transportieren. Ja, tatsächlich kenne ich es nicht, was es ist, aber ich schätze mal, es ist ein Testing-Tool. Auch wieder Verweis aufs Interview, was gerade das Team dran ist, ist automatisierte Tests zu machen, also so Selenium-Tests und so, es aufzubauen. Das ist natürlich wieder eine Ressourcenfrage, wie schnell wir es hinbekommen. Aber da viele Sachen gleich sind in jedem Testvorgang, dass man da vielleicht nicht mehr immer Menschentests braucht. Das sind wir jetzt gerade am Aufbauen. Und wenn da Tools-Ideen sind, gerne senden, dann würde ich die weitergeben. Also das sind wir aktuell, ich sage immer wir, aber es ist hauptsächlich Sigrid und Team. Ich mache da, ehrlich gesagt, relativ wenig damit. Die machen ganz viel da und bauen gerade halt eine Automatisierung auf. Und das kann ich dann gerne weitergeben. Marc, du hast noch eine Frage. Jo, als ehemaliges Mitglied der Gruppe würde ich sagen, wir bräuchten eigentlich eine deutsche Gruppe mittlerweile. Und viele, die mitmachen wollen, die aber der englischen Sprache nicht so bewusst so gut sind, dass sie aktiv mitarbeiten können. Da wäre halt meine Empfehlung, dass wir eine Untergruppe machen für Deutschland, weil ja doch die meisten Mitglieder aus Deutschland kommen mittlerweile. Ja. Ja, tatsächlich ist es sogar noch schlimmer, in Anführungsstriche. Die Deutschen sind zumindest da, aber es gibt auch eine Riesengruppe in Italien, die sind bei sich und die würde ich auch gerne da integriert sehen. Und das definitiv ist es immer eine Hürde, das Englische. Das ist absolut uns genau. Bewusst. Das ist halt auch der Grund, warum ich im Endeffekt meine Arbeit eingestellt habe. Mein Englisch ist nicht so gut, dass es halt funktioniert, den Leuten was zu erklären.
Und dann wurde immer abgetan, ah ja, du hast ja keine Ahnung davon. Und irgendwann hat es mir dann auch mal gelangt. Das wäre jetzt mal so als letztes Wort von die mir. Herausforderung an der ganzen, dass die, die Herausforderung an der ganzen Sache ist natürlich, also ich finde die Idee ist super und ich würde es lieben gern sehen, aber wir brauchen halt immer dann irgendeine Person, die Verantwortung übernimmt und so die, das Bindeglied ist in dem Ganzen. Und ja, das, daran scheitert es auch so ein bisschen das Problem. Aber wenn du Ideen hast oder irgendwie, lass uns lieben gern reden. Also ich glaube, die, in Zukunft, um Joomla noch zu, mehr zu professionalisieren, müssen wir unsere Testabdeckung bedeutend erhöhen, weil damit umgehen wir halt echt, ich sage mal, dumme Update-Fehler, die einfach, ja, wenn genügend getestet recht. Hätten, nicht auftreten würden. Ja, da gibt es ja absolut recht. Und das ist schon so ein, ja. Aber ja, gerne, wenn du irgendwie Ideen hast und so, sagst, hey, das ist es, dann ja, bin ich für alles offen. Ja, gut. Danke, Benjamin, für diesen spannenden Ausblick. Gerne. Ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen, dann würde ich sagen, wir machen mal Pause.